Eine der meistgestelltesten Fragen, die ich bei mir im Coaching bekomme, ist: Max, mit welchen Essigklassen fange ich eigentlich an? Was sind Essigklassen? Das sind die Gruppen, in denen du dich im Immobilienmarkt eben bewegst. Da gibt es Gewerbeimmobilien, da gibt es Grundstücksparzellierung, Neubau von Wohnanlagen, da gibt es Aufteilergeschäft, also eine Vielzahl an Möglichkeiten. Und jetzt ist dieses große Haifischbecken Immobilien, und da gibt es ja auch einfachere Sachen und schwerere Sachen oder etwas komplexere Sachen mit mehr Arbeitsschritten. Wo fange ich denn an, wenn ich jetzt einfach mal die größtmögliche Sicherheit auch haben will? Und ich sage dann immer Folgendes: Jeder weiß, dass ich mich in drei Gruppen eben bewege. Ich bewege mich in der Grundstücksparzellierung. Was ist die Grundstücksparzellierung? Ich kaufe ein Grundstück, meistens mit einem Einfamilienhaus. Die Dame, die dort wohnt, hat keine Lust mehr da zu wohnen, möchte das Haus verkaufen oder möchte auch das Haus nicht mehr putzen, sich verkleinern im Alter. Dann kaufen wir das Grundstück, wir reißen das Haus weg und haben vorher geprüft, was da maximal drauf geht, und machen zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus oder ein Doppelhaus drauf. Das ist die Grundstücksparzellierung, dass ich einfach hier gucke, wie viele Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser oder Doppelhäuser passen drauf. Ist nichts anderes wie eine Pizzaschnitte. Du hast eine große Pizza, die zerschneidest du. Die zweite Gruppe, in der ich mich bewege, ist die Nachverdichtung von Wohnanlagen. Ich kaufe ein Mehrfamilienhaus. Das ist alles noch nicht in eigenes Teileigentum aufgeteilt. Das heißt, es ist ein Gebäude mit vielen kleinen Wohnungen. Und jetzt gehen wir her und machen jede Wohnung in ein einzelnes Objekt, bilden ein eigenes Grundbuch dafür, und dadurch, dass wir sie einzeln verkaufen, können wir einen Mehrwert generieren und am Markt verkaufen. Wir schauen aber auch, wenn das Grundstück zum Beispiel so ist, ob wir dann noch was reinbauen können. Rückwärtig habe ich jetzt etwas klein gemalt, oder ob in der Nachbarschaftsbebauung das Haus einfach höher gebaut ist, dass wir hier das Dach wegnehmen und das genauso anpassen, dass wir hier in der Linie gleich eben aufstehen und somit einen Mehrwert an Wohnfläche generieren. Und der dritte Bereich ist der Neubau von Wohnanlagen. Klassisch, wir kaufen ein Grundstück und wir bauen ein Mehrfamilienhaus drauf, aber anders wie der Bauträger. Wir finanzieren das komplett durch. Der Kunde zahlt die erste Rate erst bei Übergabe, nämlich 96,5% vom Kaufpreis. Vorteil ist, er hat keine Doppelbelastung, weil er vielleicht noch eine alte Immobilie hat. Nachteil ist, er kann bei uns aber auch keine Wände versetzen, keine Steckdosen dazunehmen. Wir haben hier ein einfaches System, hat Nachteile und Vorteile für ihn, Vorteil für uns. Wir haben dieses Kundenthema nicht, dass die jeden Tag neue Wünsche haben und dadurch interne Prozesse eben bei uns auf Hochanschlag laufen. Das wollen wir nicht. So, und das vierte ist Fix und Flip. Fix und Flip ist momentan sehr in der Mode, weil es mit die einfachste Methode ist. Ich kaufe eine alte Wohnung, im besten Falle runtergeranzt bis auf Anschlag. Ich schicke dann einen Sanierer rein. Da gibt es am Markt so Allrounder, die den neuen Boden reinlegen, Tapeten runterreißen, neues Bad und einen neuen Anstrich. Und dann einfach ich darüber einen Mehrwert am Markt generiere. So, das sind mal die vier Assetklassen, in der ich mich bewege. Ich schreibe es nochmal drauf, meine Assetklassen. Es gibt mit Sicherheit viele mehr, meine Assetklassen. Aber jetzt muss man einfach sich das Thema Zeit in Verbindung, Zeit versus Ertrag, sich anschauen. Und da unterscheiden sich natürlich alle massiv. Und dann kommen wir auch zu der Antwort, was ich dir am Anfang empfehlen würde. Bei der Grundstücksparzellierung kannst du davon ausgehen, dass du von Ankauf bis zum Verkauf in circa 6 Monaten das Ganze wieder auf deinem Konto zurück hast, inklusive deinem Gewinn. Vorteil bei der Grundstücksparzellierung ist, du hast eine Hausbaufirma, die bietet das für dich dann eben an. Haus mit Grundstück, der Kunde kauft das Grundstück von A und die Hausleistung von B. Die Hausbaufirma, die Baufirma, bietet das im Gesamten an.
als Beispiel 1 Million Euro und dann sagt der Kunde, hey, kaufe ich, gut, Haus 400.000, Grundstück 600.000 und du hast keinerlei Haftungsthemen, das nur by the way, aber in der Regel 6 Monate Vermarktungszeit. Nachverdichtung in Form einer Bauvoranfrage dauert in der Regel maximal 3 Monate von Ankauf bis Verkauf. Die Marge ist hier wesentlich höher. Hier ist die Marge. Ja, wir sagen mal, auf der Skala 1 bis 3 ist sie bei der Marge 1. Hier ist sie schon bei der Marge 3 in der Skala. Und Neubau von Wohnanlagen haben wir die Marge 5. Und bei Fix und Flip, dann müsste ich das korrigieren, das ist die Marge 2 und hier haben wir die kleinste Marge, die Marge 1. So, hier Fix und Flip 3 Monate. Bei Neubau von Wohnanlagen, von Ankauf mit Planung 2,5 Jahre. Dadurch auch die höchste Marge, aber eben auch die längste Zeit. So, wenn du dir das alles mal anschaust, dann kannst du jetzt schon so ein bisschen abwägen, wo du anfängst. Wenn du neu am Markt bist, dann brauchst du einfach nicht mit einer Wohnanlage anfangen, wo du das größte Invest hast, die längste Durststrecke und dann aber hinten ganz, ganz viel rauskommt. Wenn du da viel zu lange brauchst, dann kommst du ja nicht ans Ziel, weil du musst ja auch in diesen 2,5 Jahren irgendwo deinen Lebensunterhalt finanzieren. Also macht es doch Sinn, mit Fix und Flip anzufangen. Fix und Flip ist mit die einfachste Art und Möglichkeit, wie du eben Geld generierst. Deswegen fang hier an und du kommst ganz, ganz schnell ans Ziel mit relativ geringem Risiko, weil du ja eine Wohnung hast, die du sofort wieder auch vermieten kannst, wenn irgendwelche Risiken am Markt entstehen. Und zweiter Tipp von mir, und das ist das Coole, ist die Nachverdichtung von Wohnanlagen in Verbindung mit einer Bauvoranfrage und das hier. Also Grundstücksparzellierung würde ich anfangen und Nachverdichtung in Form, dass du ein Objekt kaufst und über eine Bauvoranfrage einen Mehrwert generierst. Bauvoranfrage gleich Mehrwert. Das heißt, du kannst das Objekt danach mehr auslasten wie vorher. Und du bist in einer relativ überschaubaren Zeit, nämlich nach der Phase 2 der Projektierung aus dem Spiel und hast deinen Ertrag generiert. Also wichtig ist, fang mit Fix und Flip an, kauf alte Wohnungen und mach Nachverdichtung von Grundstücken oder Wohnanlagen. Hier ist ein höheres Invest, hast eine höhere Marge, Grundstück nur zu kaufen und eine Stufe Wertigkeit 2, dann hast du ungefähr, ja, ich sag mal 150.000 bis 300.000 mit der Variante. Hier hast du 30.000 bis 70.000 mit der Variante im Verhältnis zu den Monaten. Und jetzt hast du die Antwort auf die Frage, mit was du anfangen sollst. Du kommst in den Markt rein, du lernst den Markt kennen, du lernst neue Player kennen, du lernst die Gesetze kennen, neue Netzwerkpartner. Und so kannst du dich Step by Step zu den wirklich Champions League-Dingen dann hinentwickeln und die Liquidität steigt. Und zum Schluss hast du auch keine Probleme mehr, die lange Durststrecke von 2, 2,5 Jahren durchzuhalten, um dann in der Margenskala in die Phase 5 zu kommen. Wichtiger Tipp noch zum Schluss, mach deinen Markt vor Ort. Wenn das hier ganz Deutschland ist, dann stelle ich immer wieder fest, dass viele sich gar nicht auf ihren regionalen Markt konzentrieren, sondern in ganz Deutschland überall irgendwo schießen und sich wundern, dass sie nicht zum Ziel kommen. Such dir deinen Markt und in diesem Markt wirst du Experte, da wirst du bekannt, du erweiterst dein Netzwerk und wenn dieser Kuchen mal irgendwann vom Markt nicht mehr ausreicht, erst dann gehst du in die nächste Stufe und suchst dir das nah angrenzende nächste Gebiet. Aber bitte nicht bundesweit irgendwo versauern. Wichtig ist auch dir deine Assetklassen zu suchen, in denen du dich bewegen möchtest, weil dann wirst du auch als Experte in deinem Bereich wahrgenommen. Viel Spaß beim Anfangen, gib Gas, Attacke und ich hoffe, ich habe dir mit diesem kurzen Video oder so kurz war es ja gar nicht weitergeholfen und habe deine Gedanken ein bisschen anstupsen können. Bis bald, dein Maximilian.